Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hatte ich so oder so vor, ein Video hochzuladen, in dem ich die Situation mit dem Militär erkläre, weil es da ein paar neue Informationen gibt und das natürlich auch das ganze YouTube-Projekt hier betrifft. Aber ich dachte, anstatt dass ich einfach nur so ein kurzes 2-Minuten-Statement hochlade, verbinde ich das mit was anderem. Und zwar habe ich das Video einmal normal in HitFilm Express geschnitten und einmal in Windows Movie Maker 2012. Dann sieht man einfach perfekt den Unterschied oder wie gut Videoschnittprogramme wurden innerhalb von 9 Jahren. Also, enjoy die beiden Videos, die jetzt kommen. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem Testvideo. Das ist sehr gut, weil jetzt kann ich nämlich noch ein paar wichtige Informationen vermitteln, die ich eigentlich ursprünglich in einem separaten Video erklären wollte. Aber das bietet sich natürlich an. Dann kann ich einerseits an diesem Video zeigen, wie gut die beiden Schnittprogramme sind, und ich kann euch ein paar wichtige Informationen mit auf den Weg geben. Wenn ihr dieses Video seht, sollte es der 1. Februar 2022 sein. Wenn ich euch jetzt allerdings das heutige Datum näher bringe, sehen wir, es ist der 6. Januar 2022. Wie kann das sein? Ja, das liegt daran, dass ich die nächsten 4 Wochen im Militär bleiben muss. Ich muss am 10. Januar einrücken und aufgrund der Covid-Schutzbestimmungen muss ich voraussichtlich im Minimum 4 Wochen dort bleiben. Das bedeutet, alle Videos, die ihr seht, sind vorproduziert. Und das erklärt auch, warum in den letzten Tagen nicht mehr so aktiv Videos kamen. So, ich kann euch das einmal zeigen. Hier vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 11 Tagen. Das waren alles Videos, die ich dann gemacht habe, wirklich, um sie auch dann hochzuladen. Der YouTube Rewind war bereits zu dieser Zeit vorproduziert und den habe ich einfach noch auf Silvester hochgeladen. Aber ab dem Zeitpunkt vor circa 11 Tagen habe ich angefangen, Videos vorzuproduzieren. Und zwar für die nächsten 4 Wochen genau 4 Videos. Das bedeutet, auch wenn ich nicht auf YouTube aktiv sein kann aus dem Militär, werdet ihr Content bekommen. Erklärt meine kleine Inaktivität und das erklärt auch, warum ich dann nicht groß auf Zuschauerwünsche eingehen kann oder wann dann eventuell mit 3 oder 4 Wochen Verzögerung. Das einfach als kleine Info. Ihr könnt natürlich trotzdem Kommentare schreiben. Ich habe auch meine Day Offs und da werde ich sie wahrscheinlich auch lesen. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Und kann darauf auch antworten. Also für euch ändert sich nicht allzu viel. Genau, dann hoffe ich, euch hat das kleine Testvideo gefallen. Richtig geschnitten mit meinem besseren Schnittprogramm. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu diesem Testvideo. Das ist sehr gut, weil jetzt kann ich nämlich noch ein paar wichtige Informationen vermitteln, die ich eigentlich ursprünglich in einem separaten Video erklären wollte. Aber das bietet sich natürlich an. Dann kann ich einerseits an diesem Video zeigen, wie gut die beiden Schnittprogramme sind, und ich kann euch ein paar wichtige Informationen mit auf den Weg geben. Denn sehr wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, sollte es der 1. Februar 2022 sein. Wenn ich euch jetzt allerdings das heutige Datum näher bringe, sehen wir, es ist der 6. Januar 2022. Wie kann das sein? Ja, das liegt daran, dass ich die nächsten 4 Wochen im Militär bleiben muss. Die Videos, die ihr seht, sind vorproduziert. Und das erklärt auch, warum in den letzten Tagen nicht mehr so aktiv Videos kamen. So, ich kann euch das einmal zeigen. Hier vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 2 Wochen, vor 11 Tagen. Das waren alles Videos, die ich dann gemacht habe, wirklich sie auch dann hochzuladen. Der YouTube Rewind war bereits zu dieser Zeit vorproduziert und den habe ich einfach noch auf Silvester hochgeladen. Ab dem Zeitpunkt vor circa 11 Tagen habe ich angefangen, Videos vorzuproduzieren. Und zwar für die nächsten 4 Wochen genau 4 Videos. Das bedeutet, auch wenn ich nicht auf YouTube aktiv sein kann aus dem Militär, werdet ihr Content bekommen. Aber wie gesagt, das erklärt die kleine Inaktivität, erklärt auch, warum ich dann nicht groß auf Zuschauerwünsche eingehen kann oder wann dann eventuell mit 3 oder 4 Wochen Verzögerung. Das einfach als kleine Info. Ihr könnt natürlich trotzdem Kommentare schreiben. Ich habe auch meine Day Offs und da werde ich sie wahrscheinlich auch lesen. Ist Barca Elon dein Lieblingslied? Und kann darauf auch antworten. Also für euch ändert sich nicht allzu viel. Genau, dann hoffe ich, euch hat das kleine Testvideo gefallen und bis zum nächsten Video oder Livestream.